Here with us Stefania Maurizi. Hallo, hier mit uns Nils Menzer, der Verfolgungsoperative, um die Julian Assange und WikiLeaks-Fall zu analysieren. Die Bühne ist eure. Danke. Wir sind sehr glücklich, wir haben viele Fragen, aber ich habe Fragen an euch und wir hoffen, ihr habt auch viele Fragen an uns. Lasst uns über diesen Fall reden. Warum würden wir an diesen fokussieren? An Folterung, Menschenrechtsverletzungen. Danke für diese Frage. Ich denke, das ist eine Frage, die sich viele stellen. Wie fokussieren wir auf eine Person, der gefangen war mit einem Skateboard? Wie konnte sowas jemand gefoltert werden? Das ist, was ich dachte. Ich habe 10 bis 15 Nachfragen von Opfern und von Individuellen gekriegt, die gefoltert wurden und deren Anwälte oder Familien oder NGOs. Und ich kriege 15 Fälle auf meinen Tisch und vielleicht kann ich einen machen. Und ich muss schnell wählen. Und ich habe einen Report an die UN geschrieben im Dezember vor 3 Jahren. Und ich hatte diese Nachricht auf meinem Display und Julian Assange, seine Anwälte haben für Schutz gefragt und ich hatte sofort dieses Gefühl, diese Gefühlsreaktion, nicht dieser Hacker und dieser Vergewaltiger. Und ich werde nicht von diesem manipuliert werden. Und ich habe das weggewischt und ich habe weiter meinen Report geschrieben. Und es hat mich 3 Monate gebraucht, bis ich von jemandem kontaktiert wurde im März 2019, bevor er von der Botschaft entlassen wurde. Und von einem und ich hatte medizinische Reports gekriegt. Und diese haben Guantanamo besucht. Nicht als Aktivist. Und sie ist zur Konklusion gekommen, in diesem medizinischen Report, dass seine Lebenssituationen inhuman waren. Und wenn so eine Person auch zu dieser Konklusion kommt, sollte ich besser das anschauen. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Sie war ein sehr autoritativer Doktor. Sandra Crosby ist ihr Name. Sie war der erste Doktor, der unabhängig Guantanamo besucht hat und wirklich jemand, der hohes Ansehen hat und der unabhängig ist. Und ich habe auch andere Beweise gekriegt. Du hast eine sehr wichtige Rolle, um das zu verfügbar zu machen mit deiner Freiheit, Freedom of Information, also frag den Staat Anfrage bei dem großbritannischen Verfolgungsoffice. Und der Grundlage von diesem Julian Assange-Fall war das. Und diese Korrespondenz war wirklich eine in Fragen und Zweifel dieser Verfolgung gestartet. Und ich hatte realisiert, dass ich sehr viele Vorurteile gegen Assange hatte und ich wusste nicht, was die Beweise sind. Und als ich mehr in das reingeschaut habe, ich habe gesehen, dass nichts dagegen, diese Beweise nicht stark sind. Und ich konnte nicht an die Regierung trauen und ich konnte das nicht im Internet finden. Und ich musste diesen Fall selber anschauen und in London mich überzeugen. Und ich hatte gefragt, ob ich die Botschaft besuchen konnte. Und ich habe es beschleunigt, dass er entlassen wurde. Und seine Entlassung von der Botschaft hat schon lange geplant und plötzlich ist alles schnell gegangen.
Und er war dann verhaftet und in ein Hochsicherheitsgefängnis gegeben. Und ich hatte ihn einige Wochen später besucht, in 2019, mit zwei verschiedenen Ärzten. Und ich wusste nicht, dass ich Folter gefunden hätte. Ich hatte gedacht, er wäre gestresst, er wäre in schlechten Gesundheitszustand, er war in einen Raum eingeschlossen. Und er hatte Gesundheitsbehandlung und ich wusste, wir sind in Großbritannien und dass da ein ordentlicher Prozess durchgeführt wird. Und ich hatte bemerkt, so wie diese Behörden reagiert haben auf meine Anfragen und auf meinen Kommentar, sie wollten nicht zusammenarbeiten, sie wollten nicht zuhören. Und beide der Ärzte, die ich mitgenommen habe, waren sehr spezialisiert. Eine Psychiatriker und ein forensischer Doktor. Und er hat Folter. Jahren Folteropfer angeschaut und sie hatten beide das Ergebnis, dass er die Folgen von psychologischer Folter zeigt. Und psychologische Folter ist nicht irgendwie so eine leichte Art von Folter, sondern die große Destabilisierung der Art eines Menschen durch ständigen Stress und die und alles Mögliche. Das alles wird absichtlich eingesetzt, um eine Person zu zerstören, deren Identität zu zerstören und ihre Fähigkeiten zu zerstören. Und man kann neurologische Änderungen messen aufgrund des konstanten Stresses und der Schaden, den er bekommen hat, während er seiner Zeit bekommen hat und auch seitdem. Und als ich mit den Polizei geredet hat, dann haben sie einfach aufgehört, mit mir zu reden. Und genauso mit Schweden. Schweden hat er teilgehabt und auch Ecuador und die USA. Alle diese Länder haben im Endeffekt nicht damit zugestimmt, zu reden. Und auch viele andere Länder. Ich bin von dem UN und der Folterbeauftragter. Wenn ich mit Leuten rede, sagen die, oh, das ist sehr wichtig. Aber wenn ich mit Ländern rede, als Mensch, der von Ländern aufgefordert wurde, Folter nachzuverfolgen, dann hoffe ich, dass ich wenigstens mit mir geredet wird. Und als ich das gesehen habe, war mir sicher, irgendwas ist hier falsch. Und ich habe das wirklich angeschaut. Ich habe den Fall genau angeschaut. Und ich habe tief in den schwedischen Fall reingeschaut, ich habe in den amerikanischen Fall geschaut und da haben wir gesehen, dass die USA Assange Spionage vorwirft und ich habe diese ganzen Fälle angeschaut. Je tiefer ich hineingeschaut habe, desto mehr Dreck war da, nicht auf der Seite von Assange, sondern von den Regierungen. Und das ist etwas, was die lange Antwort ist. Warum habe ich diesen Fall angeschaut? Weil wenn wir einen Folterfall haben in einem Land, das ein Rechtsstaat ist, in einer westlichen Demokratie wie Schweden und Großbritannien und als Vereinigten Staaten, wenn ich da Nachweise habe und wenn ich mit Spezialisten, statistischen Ärzten hingehe und das alles zusammenpasst, dann müssen sie rechtlich danach schauen und ihn entschädigen. Aber es ist keine Diskussion. Aber wenn Demokratien solche Fälle einfach ignorieren können, sich leisten können, diese Fälle zu ignorieren. Was bedeutet das über unsere Gesellschaft? Und das war die erste Frage, die ich lösen wollte. Und zweitens, übrigens, was bedeutet das für unsere Pressefreiheit? Was bedeutet das? Und ich war nie Spezialisten für Pressefreiheit, aber wir haben hier eine Person, die verfolgt wird, weil sie Informationen veröffentlicht hat.
und zwar wahre Informationen veröffentlicht hat, die ernsthafte Kriminalitäten durch Regierungsangestellte beweist. Schlimme Sachen und sehr, sehr schlimme Straftaten. Und wenn wir jetzt verbieten, derjenige, der What does this mean for people like you, Stefania? Was bedeutet das für Menschen wie uns, Journalisten? Wenn Menschen wie du nicht mehr arbeiten können, was heißt das für uns alle, für unsere Gesellschaft? Haben wir ein Recht zu wissen, was die Regierungen machen mit der Macht, die wir ihnen geben in einer Demokratie, mit dem Geld, das wir durch unsere Steuern zahlen? Ist das kriminell, die falschen Fragen zu stellen? Deshalb ist das so wichtig. Es ist genauso wichtig wie für jeden anderen Menschen, der Folter erfährt. Das setzt ein schlechtes Vorbild für die Funktion der Demokratie und für den Rechtsstaat. Absolut. Du hast ein Buch, das bald rauskommt im Februar. Deine Untersuchungen an diesem Fall. Ich hatte das Kapitel des kollateralen Mörders. Deine Analyse war brutal. Du analysierst es von deiner Warte, von deinem Sichtpunkt. Ich frage dich, eine schnelle Analyse zu machen für die Öffentlichkeit, um zu erklären, die Kriegsverbrechen. Was sind deine Schlüsse? Ich zeige kurz das Buch, damit die Menschen das sehen können. Es kommt im Februar aus. Es ist wahr. Am Anfang erkläre ich meine Rolle im Zusammenhang mit WikiLeaks, und dieses kollaterale Mördervideo war wirklich wichtig zur Anwendung. Das erste Veröffentlichung von WikiLeaks war dieses Video. Das war aufgenommen bei einem Helikopter, bei einem Militärhelikopter der US-Militär. Es ist eine Standardkameraaufnahme. Es zeigt, wie diese Helikopter über Bagdad kreisen, und wir sehen Menschen auf der Straße. Du kannst hören durch die Radiokommunikation. Und das Helikopter berichten, dass einige Menschen mit AK-45 Waffen, also eine automatische Waffe, Kalaschnikow, unterwegs sind, und sie fragen nach Berechtigung zu schießen, und wir können nicht, aber keine bewaffneten Menschen sehen, um ernst zu sein. Wir können zwei Menschen in einer Gruppe von 20 sehen, die vielleicht eine Waffe tragen, aber wir müssen auch wissen, in 2007, als das aufgenommen wurde in Irak und Bagdad, die US-Kräfte hatten autorisiert die irakische Bevölkerung, dass sie Kalaschnikows besitzen und dass sie sie zu Hause besitzen, und um sich zu schützen. Nach der Invasion von Briten und der US, der Rechtsstaat ist zusammengebrochen, und die Menschen mussten sich beschützen. Es war eigentlich erlaubt, dass sie diese Waffen tragen. Und sie hatten Erlaubnis zu schießen, und was wir gesehen konnten, die Gruppe der 10 Menschen wurde einfach getötet, massakriert. Sie sind ganz ruhig gegangen auf der Straße. Sie hatten keine Attacke vorbereitet. Wir wissen, einige US-Soldaten auf der Radiokommunikation, einige US-Soldaten waren auf dem Boden in der Nähe, aber niemand hat eine Attacke vorbereitet. Und wir sehen, wie diese Menschen massakriert werden, getötet wurden. Und du kannst sehen, diese blutigen Bastarde, diese Kommentare wurden geäußert, aber das Bedrückendste, das wir hatten, dieser Helikopter macht einige Runden, und sie reden, was sie sehen, die Menschen und deren Körper und die Verletzten, die dann noch
herum und sie wissen, dass sie verletzte Menschen nicht attackieren dürfen. Und ich bin kein Konfliktexperte für Kriegsrecht und ich habe das gelehrt, ich habe das analysiert, diese bewaffneten Operationen, und ich kann das sehen, dass diese Soldaten wissen, dass sie nicht dass sie nicht rechtsmäßig diese Menschen angreifen dürfen. In einem Krieg kannst du nicht jemanden angreifen, der diese Menschen retten wollen. Du kannst diese nicht dieses versuchen. Und einige, die diese Menschen versuchen zu retten, die darüber diese verwundeten Journalisten und einige US-Soldaten hatten Berechtigung gefragt, um zu schießen, und sie haben diese Berechtigung gekriegt, Erlaubnis gekriegt, und sie haben dieses Massaker der verletzten Menschen und selbst denen, die versucht haben zu helfen. Sie sehen einen Minibus, die zwei Kinder von denen, die von der stark Verletzten waren, und das war eindeutig ein Kriegsverbrechen. Und jemand, der das Versuch, die zu retten, das ist ohne Frage ein Kriegsverbrechen. In der ersten Szene, wir müssen fair sein, denke ich, dass dieser Helikopter anderthalb Meilen weit weg herumkreisen und dass es von der Kelley Objective Linse aufgenommen wird. Es ist nicht so ganz, nicht so in der Nähe, und du kannst es nicht wirklich sehen, wenn du aus dem Fenster siehst, und du musst dich auf diesem Bild verlassen, und du kannst das nur auf einmal sehen in Echtzeit, und du musst sofort entscheiden, und du kannst es nicht zurück nochmal anschauen, zurückspulen. All das, wenn man das alles sagt, du musst trotzdem sagen, dass die erste Attacke war zumindest ein sehr schlampiges Fehler, und das ist aber schon eine Überschreitung einer Linie. Aber das zweite, um eine verletzte Person zu anschießen, und die Soldaten wissen, dass das falsch ist, und sie sagen, oh nein, jemand hebt das auf, vielleicht kann jemand die Waffen dann aufheben und die schießen, aber die Regeln und die sind klar, dass man das nicht darf. Der Skandal ist, jeder weiß das, und die Soldaten wussten das, und das US Department wusste das, und die US Regierung wusste das, die Öffentlichkeit weiß das. Wenn du das Bild siehst, ist es offensichtlich. Wurde jemand dafür bestraft oder vor ein Gericht gestellt? Lass mich dich kurz anhalten. Warum wurde niemand dafür verfolgt? Warum gab es keinen Gerichtsprozess? Warum ist Amerika ist nicht Teil des ICC Treaty? Niemand kann sie gegen Kriegsverbrechen verfolgen, und jetzt auch legale. Jedes Land in der Welt könnte oder müsste sogar diese Menschen gerichtlich verfolgen, sobald sie zurückkommen. Das sind juristische Kriminalakte. Wenn ich ein Kriegsverbrechen, egal wo ich verbreche, egal wo ich herkomme, das Land, wo ich bin, muss mich verfolgen, rechtlich verfolgen. Das sagt das Genfer Konvention. Das ICC Treaty auch und die Genfer Konvention und das die US ratifiziert haben. Der Grund ist klar, es ist ein politischer Grund. Niemand wagt sich, die amerikanischen Soldaten zu verfolgen, wenn das die USA selber nicht machen. Was mich besorgt, ist, dass die US das nicht macht, und weil das ist eigentlich auch im Interesse der USA, diejenigen zu verfolgen, die Regeln brechen, die das sich nicht ans Recht halten. Und die Disziplin im Armeen, im Militär ist schlecht, dass wenn du Leute nicht verfolgst, die Regeln nicht an die Regeln halten. Und aus den Menschenrechten dieser Menschen deshalb auch
zu verfolgen. Sie sollten Kompensation erhalten. Und das bedeutet auch, dass diese Sachen ausbreiten, diese Aktionen. Das wird dann normal mit der Zeit. Und das ist genau, was viele Veteranen gesagt haben. Es ist nicht eine Ausnahme. Das war die Standard-Herangehensweise. Das passierte jeden Tag in der Zeit. Und das ist etwas, was ein großer Skandal ist. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, es gibt sogar ein viel, viel größerer Skandal. Es gibt Menschen, die verfolgt werden, nachverfolgt werden. Und das ist die Person, die diese Informationen veröffentlicht hat. Und die Journalisten, die sie veröffentlicht haben. Und das ist etwas, was wirklich die Rechtswelt des Rechtsverstehens umdreht. Die Mörderer sind frei. That's enormous. That's more than any war criminal in The Hague has ever received. That's what we're looking at. And you know, when you're asking, well, you know, what is Assange actually being accused of? When you look at the indictment, it's all about receiving this type of information. Die diese Informationen bekommen und diese Informationen veröffentlichen. Das ist, und da müsst ihr sagen, das sollte ein Journalist tun. Genau, das ist, was wir jeden Tag machen. Wenn ich jetzt eine ehrliche Frage frage, Stefania, wenn ich einen USB-Stick dir geben würde mit diesem Video oder das zweite Video davon geben würde und noch 250 diplomatischen Informationen, würdest du das veröffentlichen? Also vor 10 Jahren hättest du das veröffentlicht, weil zu der Zeit sogar die New York oder der Spiegel oder Le Monde, die wollten das alle zusammen mit Assange veröffentlichen, aber heutzutage würden reden sie noch nicht mehr darüber, was hier passiert. Und wenn ich dich fragen würde, hast du Angst davor, was jetzt zu Assange passiert? Würdest du dich wirklich wohlfühlen, die Sachen jetzt zu veröffentlichen? Ja, ich habe Angst. Ich fühle mich verängstigt. Ich würde das mit sehr großer Vorsicht übergeben, weil ich nicht mehr wirklich geschützt bin vor irgendetwas. Wir haben in den letzten 13 Jahren gesehen, wie dieser Fall investigiert wurde und untersucht wurde. Und Assanges Anwälte haben alles probiert. Sie haben die Gesetze versucht, sie haben nach Asyl gefragt, sie haben mit den Medien geredet, sie haben alles probiert. Und außer die UN-Autoritäten, die sie als UN-Spezialspezialist für Folter, ist nichts passiert, überhaupt nichts. Und es gibt einen Grund, weshalb man da ängstlich ist. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Es geht jetzt nicht darum, wird Assange in die USA ausgeliefert? Ja, das ist auch eine wichtige Frage, aber es passiert schon. Das Beispiel wurde schon gesetzt in den letzten 10 Jahren. Dieser Mensch war in den letzten 10 Jahren nicht frei. Weil ein Land nicht möchte, dass er die Wahrheit über ihre eigenen Fehler redet. Es wurde nichts bewiesen. Sie haben sehr hart versucht. Wir haben Millionen eingesetzt, um Beweise zu finden. Aber alles andere von Hacken, Rape, Staatsverrat, es gibt keinen Beweis irgendwo. Und das ist alles aufgebaut, um in eine Ecke zu treiben, aber auch um Leute wie sie zu unterstützen. Das ist der Effekt von dem Ganzen. Ja, es geht um Assange und seine Gesundheit und seine Personalität und so weiter. Aber für mich ist es jetzt
das ist ein generell wichtiger Platz. Wir sind aufgrund von deiner Weisen. Du hattest immer den Mut und hast immer Geheimnisse gesucht und versucht zu lösen. Und es war sehr wertvoll und es hat Beweise produziert. Und wir wissen, dass es viel Beweise immer noch sicher gehalten wird von den amerikanischen Staaten. Und das ist, wofür wir Angst haben müssen zu verlieren. Dieser Zugang zu der Wahrheit, die so wichtig für Demokratie ist. Genau. Und wir wissen, dass das genau ist, was sie wollen und warum wir dagegen kämpfen müssen, weil es geht darum, welche Gesellschaft wir wollen. Und wenn wir ihnen ermöglichen, bei diesem Gerichtsfall oder bei dieser Auslieferung weiterzumachen, dann haben wir ein signifikantes Problem mit der Pressefreiheit in England, mit Investigativjournalismus. Und es ist das Recht der Öffentlichkeit, es zu wissen. Es geht nicht nur um Journalismus, sondern um die Öffentlichkeit. Und es ist auch wichtig, und viele Leute könnten hier vielleicht Angst haben, oh, das ist jetzt übertrieben und es geht nur um Assange und alles wird in Ordnung sein. Aber nein, wenn ihr die Geschichte anschaut, das ist genau wie Diktatoren gearbeitet haben in der Vergangenheit, wie sie ihre Reiche aufgebaut haben. Du nimmst einen und zerstörst deren Personalität, irgendwelche komischen, schlechten Crimes oder Sachen, die nicht bewiesen werden können, und ihr zerstört ihre öffentliches Auftreten. Und wenn die ganze Öffentlichkeit sich sicher ist, dass das ein schlechter Mensch ist, dann macht er ein Beispiel aus ihm und im Rahmen von Pressefreiheit. Aber niemand kümmert sich um ihn, weil es ist nur er und niemand mag ihn, weil sein ganzes öffentliches Ansehen ist zerstört. Aber der Standardfall kann nachher zu jedem angewandt werden, und das ist, was sie versuchen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir das wissen. Es geht nicht darum, ob wir Assange mögen oder nicht mögen. Es geht darum, ob wir die Rechte mögen, die er hat und die jeder hat. Die Rechte zur Redefreiheit. Nicht nur die Rechte zu sagen, was er möchte und zu denken, was man möchte, aber auch alle Informationen zu bekommen. Die Öffentlichkeit hat das Recht, ein Teil der Pressefreiheit zu lesen und zu hören, wenn die Regierung was falsch tut. Und das ist, was sie unterdrücken wollen. Wenn ihr jetzt sagt, das ist eine Konspirationstheorie, dann ist es sehr offensichtlich, dass die Folter und den Umbringen von Menschen, das ist etwas, was bewiesen ist. Das hat nie eine Regierung gesagt, dass es nicht stimmt. Sie haben nie behauptet, dass irgendeine dieser Informationen falsch ist, was WikiLeaks gezeigt hat. Und darum, eigentlich müssten die Personen vor Gericht verfolgt werden und Teile von denen sollten Jahre im Gefängnis verbringen. Aber sie werden sagen, oh, aber ich habe Befehle empfangen von weiter oben. Und es geht weiter oben. Und das endet nicht im Angriffshelikopter, sondern es endet irgendwo in einem Regierungsgebäude, in einem kleinen, schönen Büro oder einem großen Büro mit schöner Umgebung. Und da ist eine Person, die dafür verantwortlich ist. Und darum kriminalisieren sie Assange. Sie reklassifizieren die Informationen. Wenn du sie wieder veröffentlichst, machst du eine kriminelle Aktion. Sie machen das aber nicht wegen nationaler Sicherheit, sondern weil es für sie einfacher ist, wenn man jemanden mit Mörder anklagt, und wenn man alle Informationen, die er vorbringen kann, die Gegner einfach vorbringen können, einfach unterschlägt, dann kann er einfach mördern. Ja, auch Regierungen wollen Fehler einfach unterbügeln, aber
Darum müssen wir darauf Öffentlichkeit herstellen. Wir müssen daran arbeiten, dass eine Übersicht ist und auch, dass sowas als ernsthafte Kriminalität behandelt wird, weil es den Grundlagen unserer Gesellschaft, unserer Demokratie schadet und unseren Freiheiten. Und wenn man jetzt die rechtlichen Vorgänge bei Assange sich anschaut, jetzt nicht die einfachen, aber ich habe jeden einzelnen Rechtsfall angeschaut, von den schwedischen Vorwürfen wegen sexuellem Missbrauch. Und ich kann die Originaldokumente lesen und ich habe auch die ganzen Dokumente, die ihr gesehen könnt über die Freedom of Information oder fragt den Staat Informationen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber was ich weiß, ist, dass die schwedische Regierung sich nie darum gekümmert hat. Sie wollten von Anfang an nur die Informationen herausgeben und sie wollen, dass er nicht die Chance hat, vor Gericht einen fairen Prozess zu bekommen. Und er hat sich nicht wegen den sexuellen Informationssachen in Regierung gehalten. Er wollte Aussagen in diesem Fall. Er hatte Angst, dass die Schweden ihn in die USA schicken, ohne. Er wollte nur Garantien von ihnen. Und die Schweden wollten keine Garantien abgeben. Und das ist wirklich etwas, was ich sagen kann aus internationaler Erfahrung. Das ist wirklich eine Warnung. Wenn ein Land das dies nicht garantieren will, solltest du nicht dahin gehen. Und er hatte recht, da nicht hingehen zu wollen. Und er hat diese Institutionen ausgenutzt, dass sie vermuten, dass er Vergewaltigungen getan hat, nur um da bleiben zu können und die wirtschaftlichen Druck von Ecuador Druck ausgeübt. Die USA hat Ecuador Druck ausgeübt und wir haben schriftliche Beweise vom US-Kongress, dass sie Druck ausgeübt haben. Und wir würden gerne eure wirtschaftliche Situation reden. Wir würden euch helfen. Aber es gibt ein Problem. Und das ist die Situation mit Julian Assange. Und wir können ihn nicht, ihr müsst ihn übergeben, dass wir euch helfen können. Und dieser Brief aus Oktober 2018 an Präsident Moreno, dann war es klar und Moreno hat mit den Briten und mit den USA zusammengearbeitet, um ihn auszuliefern. Und das war ohne rechtsstaatliche Vorgänge durchgeführt. Und das war von ihm weggenommen mit seiner Nationalität. Und er hatte kein Recht auf einen Anwalt. Es war von einer Stunde zur anderen, wurde er ausgewiesen. Und die Großbritannien hat genauso reagiert. Es ist eigentlich das Grundsätzliche, das Rechtsstaatliche, das Großbritannien das ist. Und ich habe das. Und wir sehen einen Richter, ihn öffentlich beleidigt in einem Gerichtsverfahren. Und er hat nichts gesagt, außer dass er sie nicht interessiert. Und wir haben noch einen Richter im ersten paar Monaten vor seiner Auslieferung. Und ihr Mann wurde von WikiLeaks vorgeführt und er wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis gegeben und er hatte wurde nicht verurteilt, er wurde nur dort gehalten. Und normalerweise so ein Mensch sollte arbeiten können und eine Familie haben und wenigstens frei sein, wenigstens unter Hausarrest gestellt werden. Und vielleicht so wie mit Pinochet. Es gibt keine rechtliche Grundlage, um jemanden ein Hochsicherheitsgefängnis zu geben. Und die haben das mit ihm getan, um ihn zum Schweigen zu bringen, um Journalisten einzuschüchtern. Das ist der Grund. Wenn du das siehst,
Ich würde dich gerne anhalten. Ich würde dich gerne etwas fragen. Etwas Ernsthaftes. Die CIA hatte versucht, ihn zu vergiften oder ihn zu kidnappen. Es ist so wenig Gedanken darüber gemacht. Wir bemerken, wie wenig das war, die rechtlichen Verfahren berücksichtigen. Wir hatten vorhin schon Indikatoren, die Sicherheitsarbeiten, die ecuadorische Botschaft beschützt haben, die hinter der ecuadorischen Regierung waren, die mit der CIA zusammengearbeitet haben, die mit Überwachungskameras von der Botschaft, die das 24/7 übertragen haben an die CIA. Und wir hatten schon Indikatoren vorher, dass Firmen ausgesagt haben vor Gericht, dass es Mörderpläne gegeben hat gegen Assange, ihn umzubringen. Und der Yahoo-Aussage, Auskunft, wo mehr als 30 CIA-Agenten ausgesagt haben, dass es Pläne gab, ihn zu kidnappen und ihn verschwinden zu lassen und ihn umzubringen, und das wenigstens in Betracht gezogen wurde und man gemerkt hat, dass es so gefährlich war, und man hat ihn versucht zu vergiften. Und jetzt noch ein Fall wie Nawalny zum Beispiel. Jeder weiß, jeder sagt, dass es Gerüchte gibt, dass die russische Regierung ihn versucht hat zu vergiften, und darüber reden wir gerade. Darum geht es jetzt. Nur in Nawalnys Fall. Jeder protestiert, alle westlichen Regierungen haben sehr viel Courage, gegen Russland aufzutreten. Aber wenn es gegen die CIA geht, dann niemand traut sich da was zu sagen. Und darum geht es, um diese Hypokrisie, diese Ungleichbehandlung. Das ist nicht nur enttäuschend, das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Es bedroht die Grundlage unserer Gesellschaft. Wenn jemand einen kriminellen Akt verführt, die Beweise und verurteilt ihn. Aber sie wissen nicht, was sie gegen ihn haben, weil er nichts getan hat. Er spielt Fußball in der Botschaft, und du siehst all diese Überschriften in den Zeitungen, aber sie denken nicht genug über ihre eigene Arbeit als Journalisten, um eigentlich darüber zu reden, was eigentlich passiert, dass Journalismus kriminalisiert wird. Und das ist im Herzen dieser Mission der BBC und der New York Times, um sehr ausgesprochen darüber zu sein. Und ich habe Sorgen über die Mainstream-Medien. Sagen wir die New York Times, die Washington Post oder der Guardian, wenn sie zusammen absichtlich eine Aktion gestartet hätten, um das zu verurteilen für eine Woche, dann wäre das vorbei. Die Regierung hat nichts gegen, keine Beweise. Alles, was sie tun können, ist einen geheimen Überwachung kuratieren. Und niemand kann wissen, um ihn dann für irgendwas zu verurteilen, und niemand kann diese Beweise sehen. Das ist ein Show. Das ist nicht rechtsstaatlicher Prozess. Und die westlichen Gesellschaften und auf der ganzen Welt, aber westliche Demokratien verdienen rechtsstaatliche Traditionen, und dass man das respektiert. Und das ist sehr sorgsam. Das ist sehr, da sorge ich mich sehr darum. Und das persönliche Ansehen stelle ich da rein, weil es um unsere Rechte geht und die Rechte unserer Kinder, um zu wissen, was die Regierungen tun und mit der Macht, wir den Regierungen geben. Und wenn wir es erlauben, dass jemand
für sowas verurteilt wird, dann leben wir in einer Tyrannie. Und das, da geht es jetzt um etwas, worum wir uns sehr kümmern. Wir erkennen, dass dieser Fall essentiell ist. Wir können es nicht verlieren. Lass mich fragen, eine letzte Frage. Wir fragen, danach werden wir die Fragen öffnen ins Publikum. Dieser Fall über Julian Assange. Es geht nicht nur, es geht auch um die WikiLeaks-Schüler. Und es gibt jetzt diesen Fall, dass er jetzt im Gefängnis ist. Und das könnte auch anderen passieren. Und die WikiLeaks-Schüler sind nach Hongkong geflohen. Und viele, viele andere. Joseph Farrow, Informationsfreiheitsanfragen in Großbritannien, wo es um diese drei WikiLeaks-Studenten ging. Und die können tun alles, was sie können, um die Zugang zu diesen Dokumenten zu verwehren. Um den Zugang zu diesen Dokumenten zu bekommen. Dieser Fall über WikiLeaks-Studenten reicht jetzt schon mehr als 6 Jahre. Was passiert jetzt in diesem Fall? Was kommt jetzt? Was ich denke, ich will diesen Fall beenden. Der zweite Präsident, Vorbild, der zweite Fall, sie wurden verwirrt, sie wurden, dieser Fall wurde über ihn kreiert. Wenn das einmal fertig ist, dann werden sie weitermachen. Das ist nicht das Ende, das ist der Anfang von einer neuen Ära, wo Journalisten verfolgt werden, weil sie die Wahrheit über Regierungsfehlverhalten sagen. Und das setzt ein Vorbild. Und so wie wir reden, wenn wir diesen Fall verfolgen, Länder ändern ihre Regulierung, ihre Gesetze. In Großbritannien, wie der offizielle Sicherheitsakt wird verschärft. Der Espionage-Act, Interpretation Schweden, hat gerade ausländische Espionage-Gesetz verabschiedet. Und Schweden war eigentlich der Hafen von Pressefreiheit und er wollte eigentlich Pressefreiheit, Julian Assange wollte Pressefreiheit in Schweden etablieren. Und Schweden hat gerade 2 Monate vorher ein Gesetz verabschiedet, ein Espionage-Akt veröffentlicht. Es wird ein krimineller Akt. Wenn man geheime Daten veröffentlicht und es reicht, dass es negative Auswirkungen auf die Verhältnisse von China mit anderen Ländern hat und das, wenn das der Standard ist, dann ist das so ein geringer Standard, die diplomatischen Veröffentlichungen, etwas, das einfach nur peinlich ist, zum Beispiel zwischen Schweden und Österreich. Und nehmen wir aber zum Beispiel. Es ist einfach nur peinlich, dann reicht das. Es wird kriminell, diese Daten zu veröffentlichen. Das heißt, dass wir, was wir erstellen müssen, ist, dass hier ein System erstellt wird, nicht nur in den USA, auch in England und die ganze englischsprachige Welt, aber auch viele alliierten Länder, die erstellen ein System, wo es ein krimineller Akt wird, die Wahrheit zu sagen. Und das ist ein wichtiger Fall, dass wir jetzt sagen müssen, dass wir es versuchen aufzuhalten. Wir müssen ein Recht haben, zu wissen. Genau. Was erwartest du von dem Rechtsprozess in England in den nächsten Jahren? Leider kann ich dort keine Gerechtigkeit erwarten. Ich hatte am Anfang Hoffnung. Ich hatte eine pessimistische Hoffnung, dass der das höchste Gericht das unterstützt. Aber ich vermutete, dass genau das passiert. Ich habe es schon vorher öffentlich gesagt und es passierte genau, wie ich es vermutet hatte. Und ich glaube, dass die englische Rechtsstaatlichkeit nicht hinkriegen, dass es sich um Rechtsstaatlichkeit hier handelt.
Und vielleicht verlängern sie es noch ein bisschen. Also die USA hat keine Angst, wenn er in England im Gefängnis stirbt, dann ist es viel besser, weil sie müssen sich nicht drum kümmern. Aber was sie wollen, dass sich jeder weiß, inklusive euch, dass das passiert, wenn ihr irgendwann mal mit amerikanischen Geheimnissen interagiert. Ich weiß nicht, wie das genau passieren wird, aber im Großen und Ganzen haben diese Staaten Assange nicht für 10 Jahre verfolgt hat und 10 Millionen ausgegeben, um ihn, dass er bald freikommt. Das heißt, der einzige Fall, den er hat, und das ist eine echte Chance, dass wenn die öffentliche Meinung sich ändert, wenn die Hauptmedienorganisation ihre Meinung ändert, dann ist das zu Ende. Das ist einfach wie das Aufwachen aus einem Albtraum. Aber wenn sich nichts ändert, dann haben wir ein langes Verfahren und einen langen Albtraum vor uns. Danke, Nils. Fragen aus dem Internet. Wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr sie auch in Deutsch in den Chat schreiben. Und da sind schon viele Fragen, die dort eingekommen sind. Der Anfang dieser ganzen Geschichte, was erwartetest du, wen hattest du in der ersten Instanz erwartet, wenn es darum geht, dass es in England ein Folter passiert? Bevor man Briefe schreibt, würde man erwarten, dass die Polizei vorbeikommt, aber was würdest du normalerweise erwarten? Wenn ich Foltervermutungen bekomme, das allererste, was passiert, ist, ich schaue mal drauf, ob das überhaupt glaubwürdig ist. Wenn sie nicht mal glaubwürdig sind, dann versuche ich herauszufinden, was passiert ist. Mein Team wird die Person oder die Organisation, die Informationen eingeworfen hat, anrufen, um zu schauen, ob das glaubwürdig ist. Es muss nicht bewiesen werden, sondern es muss glaubwürdig sein. Dann rede ich mit den Regierungen. Und wenn es ein dringender Fall ist, wenn es darum geht, wenn es ein historischer Fall von 15 Jahren ist, und wir nur anschauen, dann ist es nicht dringend. Dann können wir uns einfach die Zeit lassen und eine sinnvolle Zeitfall nutzen. Wenn jemand umgebracht werden soll oder ausgewiesen werden soll, dann kann ich innerhalb von 24 Stunden einen Brief an den Außenminister des entsprechenden Landes senden. Als UN-Person rede ich immer über den Außenminister, über die Schweiz, über die diplomatische Situation in Genf. Und sie geben es weiter an ihre entsprechende Organisation. Wenn es um eine Polizeistation geht, dann müssen sie es an die Polizei weitergeben und so weiter. Aber abhängig von dem Land und den spezifischen Situationen sind es unterschiedliche Organisationen, mit denen man da reden muss. Aber es geht um ein diplomatisches Protokoll. Ich muss immer über das Außenministerium gehen und die müssen dann diese Untersuchungen innerhalb des Landes beginnen. Okay, vielen Dank. Nächste Frage ist, wird Assange dem Europäischen Gerichtshof ansprechen können? Wie lange kann das dauern? Gibt es da irgendwelche Sachen, die von den Anwälten immer noch gemacht werden können? Ich bin nicht sein Anwalt, aber da müsste man mit dem Rechtsteam, seinem Rechtsteam reden. Aber ja, an irgendeinem Punkt, sobald die letzte Instanz in England eine Meinung gemacht hat, dann kann man zum Menschengerichtshof weitergehen. Und den Menschengerichtshof. Und die könnten jetzt schon an den zu vorherig schon jetzt sich interagieren, dass er nur in Hausarrest umgewandelt wird, seine Gefängnissituation. Ja, es gibt eine Möglichkeit, ans Menschenrechtsfall der Europäischen Union zu gehen. Und die Frage, wie lange das dauert, hängt an so vielen Faktoren. Was sind die Strategien von allen? Wie lange brauchen sie, um zu entscheiden? Vielleicht 2 Wochen oder 4 Monate. Das hängt davon ab, was sie wollen, wie die Gerichte entscheiden wollen. Und es könnte mindestens 1 Jahr, aber es könnte noch 3 Jahre oder so dauern.
Ich wollte noch eine wichtige Information über den Menschenrechtshof der Europäischen Union geben. Die Informationen, die ich bekommen habe von meinem Informationsfreiheitsinformationen, ist, dass die englischen Organisationen und mit den schwedischen Organisationen reden, dass sie ihm nicht erlauben wollen, den europäischen Menschenrechtshof ansprechen zu können. Das heißt, es wird versucht, dass er, bevor der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung treffen kann, dass er schon ausgewiesen wird. Kann sein, dass sie da einfach Spiele spielen? Ja, das ist glaubwürdig. Das Problem ist, dass normalerweise ein Gerichtsfall oder ein nicht die Gültigkeit des nationalen Informationen aufhebt. Das heißt, wenn die Ausweisung erlaubt, dann kann immer noch ausgewiesen werden, außer das Europäische Menschengerichtshof sofort initiale Aktionen fordert, die diese Validität aussetzt, die Gültigkeit aussetzt. Und es muss immer noch entschieden werden. Und zwischen Entscheidungen des Gerichtshofs und bis die initiale Schutznachricht ausgeliefert wird, das dauert ein paar Tage. Und wenn Sie in dieser Zeit ihn einfach ausweisen, dann ist es, können Sie das einfach machen. Und es ist sehr wichtig, dass die Anwälte schnell darauf reagieren und vielleicht jetzt schon danach fragen. Aber ich glaube, dass seine Anwaltsteam ein besserer Punkt ist, um diese Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Ich hoffe, dass die nächste Frage auch antworten kannst. Was ist die Meinung der Regierung, warum sie das machen? Und was passiert mit anderen Personen, die ein hohes Fluchtrisiko haben, die in England im Gefängnis sitzen? Die Regierung sagt nur, es ist ein Fluchtrisiko. Ja, es gibt eine, er hat vor Asylum in ecuadorischen Botschaft gefragt. In meiner Sicht, ja, die ganze Ausweisungskonzept ist illegal, aus unterschiedlichen Gründen, weil es Spionage geht, was für ein politisches Akt ist, weil es um Pressefreiheit geht. Aber sogar, wenn wir das Argument akzeptieren, wenn wir davon ausgehen, dass es ein gültiges Ausweisungsverfahren ist. Wenn ein Fluchtrisiko ist, ja, dann kann man seine Anwesenheit sichern, aber man muss den geringsten, den schwächsten Weg benutzen, um das zu realisieren. Man kann einfach nicht Methodiken benutzen, die stärker sind als notwendig, wenn man in einem wenn man ihn einfach unter Hausarrest stellt und eine Person davor stellt, dann ist das besser und es ist doch billiger. Und das, was sie mit Augusta Pinochet gemacht haben, der nicht Journalismus gemacht haben soll, sondern er soll viele Leute umgebracht haben, tausende Menschen umgebracht haben in Chile. Und die Briten, er war ein Freund von England und er war, abgesehen davon, dass er von schlimmen Fällen war, da durfte er anderthalb Jahre in einer luxuriösen Villa stehen, wo er von Thatcher besucht wurde. Aber Julian Assange wird in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht, obwohl die Situation die gleiche ist. Er ist nicht eine gefährliche Person, er ist im stärksten Hochsicherheitsgefängnis, wo gewaltbereite Menschen, Kriminelle aufbewahrt wird. Und das ist einfach nicht passend. Kann überall aufbewahrt, überall sein, wo er aufbewahrt wird. Er hat ein Recht, seine Familie zu Familienleben zu haben und seine Gesundheit ist in einer schlimmen Situation. Und ich habe vor 2 Jahren ihn besucht und wurden gewarnt, dass er ihm gesundheitlich schlechter gehen wird. Er war noch nicht mal in der Lage, seine eigenen
seine eigene Anhörungen zu hören. Er hatte einen Herzinfarkt während des Angehörens. Und es ist grotesk, dass die Richter entschieden haben, dass seine Gesundheit gut genug ist, um ihn in die USA auszuweisen, aufgrund von ein paar grundlegenden Aussagen, die ihn überhaupt nicht schützen. Die nächste Frage passt genau dazu. Seid ihr sicher, dass sie ihn nicht weiter foltern? Nein, ich bin im Gegenteil. Ich bin sicher, dass sie ihn weiter foltern werden. Es ist unmöglich, dass er einen öffentlichen Fall, einen gültigen Fall bekommen kann. Die öffentliches Verhalten ist so stark gegen ihn. Er wird in Alexandria vor Gericht kommen werden müssen, den Spionagekurt, einem geheimen Gerichtsfall. Und in der Regel hat die Verteidigung noch nicht mal die notwendigen Informationen gegen den Angeklagten. Es gibt keine Presse, die da ist. Es gibt die Jury nimmt die Informationen direkt von der Verteidigung. Die Verteidigung hat keinen Zugang zu diesen Informationen. Niemand wurde da jemals freigesprochen in dem Fall. Das ist ein National Security Court, ein nationalen Sicherheitscourt. Und Leute haben dort lange Gerichtsfälle. Und in seinem Fall wird es bedeuten, dass er mindestens Jahrzehnte in Gefängnissen verbringen muss. Und für diesen Gerichtsfall ist es immer, dass er in Einzelhaft ist. Er hat keinen Kontakt nach draußen, er hat keinen Kontakt zu anderen Menschen, er darf nicht mehr mit den Bewachern reden in den USA. Sagen sie, oh, wir müssen ihn überwachen, dass er sich nicht selber umbringt. Das heißt, sie wecken ihn alle 15 Minuten in der Nacht. Er kann sich nicht hinsetzen oder hinlegen während des Tages. Es ist eine wirkliche Form von Folter. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Auch meine Vorherigen haben das gesagt. Amnesty International hat das gesagt. Das ist eine Form von Folter. Danke für die Antwort. Ich habe noch eine letzte Frage. Die große Frage. Was kann die Gesellschaft tun? Was muss passieren, um die Auslieferung zu verhindern? Was muss man tun, um den Effekt der amerikanischen Regierung, der Einschüchterungsversuche gegen Journalisten zu verhindern? Von meiner Perspektive, die US-amerikanische Regierung muss diesen Fall fallen lassen. Sie müssen unter Druck gesetzt werden von ihrer eigenen Gesellschaft, von ihrer eigenen Presse, von den eigenen Medien. Die amerikanische Gesellschaft, sie haben den politischen Einfluss. Es ist in ihrem eigenen Interesse, dass das verhindert wird. Andererseits werden sie alle ihre Rechte verlieren, um zu wissen, was ihre Regierung tut. Sie eigentlich haben sie dieses Recht schon verloren. Die zivile Gesellschaft, es ist sehr wichtig, aber auch die Presse und die Mainstream-Medien, es wäre wirklich wichtig, wenn sie das aufgreifen würden. Öffentliche Meinung muss sich umdrehen, nicht nur in den USA, in Australien, in Schweden, in Großbritannien, überall. Menschen müssen ihre Regierung fragen, warum akzeptiert ihr es, dass ein Land, das mit dem ihr befreundet seid, Journalisten verfolgen, die Kriegsverbrechen aufdecken. Wir müssen fragen, die Leute, die gewählte Vertreter von uns sind, warum akzeptiert das? Warum seid ihr still? Warum schweigt ihr? Das wird uns sehr viel Schaden zufügen. Wir müssen absolut diesen Fall gewinnen. Absolut. Auf die Straßen gehen und unter Druck setzen. Es ist ein Skandal, dass ein italienischer Journalist eine Freiheitsinformationsanfrage in den Großbritannien, in USA, in Australien, weil das niemand anders macht. Es ist ein Skandal, dass es ein italienischer Journalist
von dem von den Verfolgungsbehörden in schwedischen Behörden, um den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu umgehen. Ich kann es nicht glauben, dass das der Guardian nicht machen konnte, dass die New York Times das nicht tun, aufdecken konnte, die CIA Versuche, ihn umzubringen, aufdecken konnte, dass es Yahoo tun musste. Yahoo, kannst du das glauben, dass die Washington Post oder die New York Times, wie kannst du das glauben, dass sie das nicht konnten, vor Yahoo News? Wir müssen das absolut diese an Bord zu kriegen. Sie wollen nicht an Bord sein. Sie haben diesen Fall veröffentlicht und sie möchten faktengerecht sein. Sie müssen die Fakten betrachten. Sie müssen einen UN-Spezialreporter haben, um das zu... unglaublich, dass das passieren muss, diesen Fall fallen gelassen zu werden. Losgelassen zu werden. Das ist ein Skandal. In 20 Jahren Journalismus, meine Erfahrung als Journalist, 15 Jahre Investigativjournalismus, ich habe sowas noch nie gehört von einer Medienorganisation, diese Investigation für 11 Jahre loszulassen. Ich glaube es nicht, dass das passiert. Dass das nur in ernsthaft autoritären Regimen passiert, aber nicht, dass das in einer Medienorganisation Journalist, so wie die Medienjournalisten gewesen sind hier von WikiLeaks. Wir müssen den rechtlichen Prozess, der rechtliche Prozess ist komplett korrupt. Es hängt an uns, um auf die Straße zu gehen und Presse Aufmerksamkeit zu kriegen, die Medien, Ziviljournalisten, was auch immer. Wir müssen Menschen mobilisieren, dass sie auf die Straße gehen, um diese schreckliche Ungerechtigkeit aufzudecken, um den großen Filmdirektor, um diese monströse Ungerechtigkeit. Wenn ich noch einen Satz sagen kann, um zusammenzufassen, unser Statement. Denk nicht, dass das nur im Fall von Assange passiert. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, nicht nur, weil das einzige Fall ist. Das ist der Fall, der das am sichtbarsten macht, was passiert. Es ist eigentlich ein Schlüsselloch, durch das du sehen kannst, in eine parallele Welt, die existiert, wo Demokratie und der Rechtsstaat unterminiert und in Frage gestellt werden. Glaub das nicht, diesen öffentlichen Nachrichten. Stell Fragen, Fragen nach Beweisen. Wer hat welche Interessen, um zu wissen, was die Mächtigen machen mit ihrer Macht? Und das ist wichtig, das ist wirklich im Kern dessen. Und ich hoffe, dass es war nutzvoll. Meine Mensch oder lies Stefanias Buch oder mein Buch, lies über diesen Fall und mach dir dein eigenes Bild, und es geht um deine Rechte und um dein Leben. Lass mich diese Konversation beenden mit einer Erinnerung. Wie mit dem RC3-Welt, um 10 Uhr werden wir warten. In der ERC3 werden wir warten auf euch mit Fragen. Danke, in ERC3 ICS stellt. Danke für diesen Talk. Es war einen schönen Abend.